Hallo, was machen Sachen? Habt ihr gut geschlafen? Ja, ich habe so eine weirde Verbindung mit Schlaf und ich dachte mir, das wäre einfach eine interessante und lustige Sache, über die man einfach mal reden könnte, weil über sowas wird halt kaum geredet. Und ja, eigentlich bin ich auf die Idee gekommen, wie ich mit meiner Mom durch alte Fotos durchgegangen bin. Sie hatten uns die Tage mal hingesetzt und haben alte Fotos von uns angeguckt. Und da gab es einen roten Faden. Wenn ich nicht irgendwelche Faxen und Grimassen gemacht habe, gucke ich immer irgendwie abwesend. Ich bin irgendwie körperlich da, aber geistig da dann doch ganz woanders. Das scheint irgendwie immer noch generell Dauerzustand zu sein. Ganz schlimm habe ich es für mich in Erinnerung, war es tatsächlich in der Schulzeit. Gerade so Sekundarstufe war ich halt körperlich da, aber geistig war ich halt gerade im Unterricht in vielen Fächern ganz woanders. Ich wollte halt einfach Schule nicht sein, aber ja, Schule ist jetzt ein anderes Thema. Es war halt so, jetzt geht es um Schlafen und eventuell auch um Träume. Da gibt es auch ein paar weirde Sachen, die ich zu berichten habe, was halt mich angeht, so generell alles, was mit Schlaf zu tun hat, ist bei mir halt irgendwie, ja, irgendwie habe ich da, das ist so eine Hassliebe, wir mögen uns nicht sonderlich anscheinend. Ich habe irgendwas verbrochen, Sandmännchen mag mich nicht. Aber das war anscheinend schon, wie gesagt, als Kind da, weil wir sind dann aufs Gespräch gekommen, dass ich an für sich ja echt brav war, bin zeitig ins Bett gegangen, sprich, ich habe mich ins Bett gelegt und an die Decke anscheinend gestarrt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich legit nicht dran erinnern, aber laut meiner Mom bin ich halt immer schön brav bei Zeiten ins Bett gegangen, wie man es mir gesagt hat. Und ja, da lag ich dann halt da und hab gewartet. Weil schlafen ging ja nicht. Irgendwie stand mir, die hat mich immer permanent vergessen. Ich weiß nicht, irgendwie bis die Liste gerutscht oder so, keine Ahnung. War nicht wichtig, war halt immer wenig am Schlafen. Das hat sich aber auch generell anscheinend durch mein ganzes Leben durchgezogen, dass ich halt relativ wenig schlafe, gerade verglichen mit anderen Familienmitgliedern. Gerade wenn ich da an meine Mom und meinen Bruder denke, die dann halt doch auch das Glück haben, sie legen sich hin und können schlafen, funktioniert das bei mir nicht. Ich hatte auch gerade als Kind einen sehr, sehr leichten Schlaf. Man braucht halt nur in die Nähe des Zimmers kommen und ich bin dann wach geworden. Das hat sich jetzt zum Glück die letzten paar Jahre geändert. Wobei es hat sich eigentlich dadurch geändert, dass ich einmal fies krank geworden bin und seitdem kann ich halt auch weiter schlafen, wenn man an die Türe reingeht. Das ging als Kind nicht. Du bist die Türe reingekommen, ich stand kerzengerade im Bett und ja, letzte Go, Schlaf vorbei. Egal, ob man nur 2 Stunden geschlafen hat, ja, jemand kam die Türe rein, es geht weiter. ja, es ist jetzt nicht mehr ganz so krass. Laute Geräusche wecken mich natürlich immer noch, aber das ist jetzt halt auch eher normal. Man kann die Türe reingehen, man kann die Türe zuschließen, man kann an dem Zimmer vorbeigehen. Ich hatte wirklich teilweise gerade in der Schulphase Zeiten, da ging man bei uns, ich hatte da zur Zeit im ersten Stock gewohnt, sobald dann bei uns einer die Treppe hochkam. Was halt eigentlich auch so eine Baustellentreppe war und die halt doch ziemlich laut geknarzt hat, aber sobald eine die Treppe hochkam, war ich wach und dann war es vorbei mit Schlafen erstmal. Ja. Und anscheinend war das, wie gesagt, halt auch als Kind bei mir schon so. Es gab unter anderem lustige Zwischenfälle laut meiner Mom. Sie hatte eine Freundin, die den gleichen Namen trug wie ich, oder sie trägt ihn immer noch, es ist immer noch der gleiche Name. Was halt zu der einen oder anderen lustigen Situation führte. Kind ist im Bett und vermutlich, vielleicht, wenn Glück ist, am Schlafen. Und dann kam die Frage von meiner Mom zu ihrer Freundin: Ja, möchtest du nicht ein Eis? Es ist der Name gefallen. Ich habe meinen Namen gehört in Verbindung mit Eis und wollte anscheinend auch ein Eis. Und aus dem Kinderzimmer kam: Ja, ich will ein Eis. so, also schien öfters mal vorzukommen. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich da großartig in Untersuchung oder so weiter war. Damals als Kind, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich war in Therapie, aber wegen vieler Sachen, ich weiß nicht, ob jetzt sowas darunter kam. Zumal gerade als Kind kam auch noch dazu, wenn sie es dann mal geschafft hat zu schlafen, ist sie schlafgewandelt. Ja, super. Gratulation. Für alle, die das Schlafwandeln nicht kennen, es ist einfach, wenn man halt in einem Schlaf oder Döszustand einfach ja, durch die Gegend wandert. Man ist nicht wirklich wach, aber auch nicht 100% am Schlaf. Das ist irgendwie so ein komischer Mittelzwischengang. Aber man selbst, also in meinem Fall, ich habe das selbst nicht mitgekriegt, dass ich unterwegs war. Ich habe dann immer nur das Ergebnis gesehen quasi. Es war halt ganz, ganz schlimm. Wo ich es für mich in Erinnerung habe, war es halt phasenweise schlimm in der Schule, wenn halt Prüfungen anstanden und so weiter. Wenn ich halt unter Stress geruht, bin ich halt mehr schlafgewandelt. Und dann sind so Sachen passiert, wie ich bin in die Küche gegangen, habe meine Currywurst gemacht. By the way, ich mag keine Currywurst. Ich esse das nicht so gerne. Ich weiß nicht, warum ich mir eine Currywurst gemacht habe. Sind halt auch schon Sachen passiert, wie ich bin durchs Haus gewandert, meine Mom hat auch spät irgendwann Wäsche gewaschen oder irgendwas gemacht und macht eine Türe zu und ich mal volle Kanne in die Tür gedonnert.
und solche Geschichten. Gerade an der Türe bin ich öfters vorbeigedonnert, weil irgendjemand eine Tür zumacht, die ich anscheinend gedacht habe, sie wäre offen. Ich weiß ja, anscheinend ist mit Gucken auch nicht so schwierig, aber man macht ja auch kein Licht an im Schlafwandel. Also ich habe kein Licht angemacht. Ich weiß nicht, wie es anderes ist. Es ist ja immer so eine Sache. Nicht jeder, der das Gleiche macht, macht das selber. Also das ist, nicht jeder, der Schlafwandel hat, halt, jeder hat einen anderen Rhythmus, was er so tut, wenn er schlafwandelt. Ich habe auch ab und zu mir mal die Haare geschnitten aus Gründen. Da gab es eine Situation, das war halt, ich habe mir die Haare geschnitten und halt mehr das Pony, glaube ich, nur. Das ist schon ewig her. Ich glaube, ich habe ja das Pony mal geschnitten und war dann wütend auf meinen Bruder, weil ich gedacht habe, er hat mir das in der Nacht geschnitten, weil zu dem Zeitpunkt waren wir uns nicht ganz grün und ich dachte, der hat einfach mir die Haare geschnitten, dabei war ich selber. Man hat dann halt die Beweise im Mülleimer gefunden. Ein Büschel Haare und irgendwo in der Nähe war anscheinend auch noch eine Schere. Aber ich habe anscheinend auch andere Sachen getrieben, an die ich mich nicht erinnern kann. Die weiß ich nur aus Erzählungen. Ich hatte zum Beispiel abgeschlossene Fenster und die Balkontüre, die wir hatten, war auch abgeschlossen, weil ich unter anderem ja einfach rausgegangen bin. Ich habe anscheinend einmal vor meinem Fenster war damals noch ein Gartenhäuschen, nenne ich es mal, und da habe ich drauf gestanden im Schlafwandel und dann hat man sich beschlossen, ja, wir machen dann doch einfach Schlösser vor die Fenster. Die machen dann auch erstmal eine Weile zu. Genauso hat man dann noch gesagt, okay, Balkontüre machen wir auch erstmal zu, die schließen wir dann tags wieder auf, dass das Kind halt nicht auf die Idee kommt, nachts irgendwie draußen rumzugeistern auf dem Balkon. Ich habe wohl auch ab und an mal draußen gestanden, im Winter ein bisschen ungünstig, wenn man im Schlafanzug und barfuß oder mit Socken draußen im Schnee steht. Da hat mir zum Glück ein Hund, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Kind halt wieder irgendwo rumwandert und halt nicht im Haus ist. Der hat da echt aufgepasst. Ja, sonst wäre ich vielleicht erfroren, weil im Winter, damals war es halt noch Winter, Winter und nicht wie heute, wo es einfach nur nass und eklig ist und ein bisschen kalt. Damals war es auch richtig kalt und es gab Schnee. Kann man sich ja heutzutage kaum vorstellen. Habt ihr im Winter Schnee? Wenn, also bei uns schneit es halt maximal einen Zentimeter und dann ist es halt einen Tag später auch schon Matsch. Später im Alter hat sich das mit dem Schlafwandeln zum Glück verwachsen. Also soweit ich weiß, schlafwandel ich nicht mehr. Es wurde aber durch was anderes quasi abgelöst. Ich hatte eine kurze Zeit nach der Schule, während der Ausbildung kaum Schlafwandeln. Es hat sich richtig abgeflacht, bis ich nichts mehr hatte. Und dann irgendwann hat sich's gedreht und nach so ungefähr die Zeit nach meiner ersten Ausbildung hat es angefangen mit Schlafparalyse. Vielleicht kennt das der eine oder andere, hat den Begriff schon mal gehört, ist halt quasi von der Theorie sehr ähnlich dem Schlafwandeln, nur dass man halt nicht wandelt, sondern dass der ganze Körper in einer anderen Fa Schlafphase stecken bleibt und man auch wieder zwischen dem, man ist schlafen, aber man wird wach. Diese Phase ist halt, der Geist wird wach quasi vom Gefühl her, aber der Körper denkt so, nope, ich bleib hier und man kann keinen Muskel rühren, man kann nichts sehen. Wenn ich sie nicht bewegen sehen kann man vielleicht. Ich konnte immer gucken. Ich konnte auch hinter mich gucken, weil wie weird, wenn man sich den einen Kopf gucken kann, ist seltsam. Dieses Gefühl, man ist einfach anders bettgetackert. Viele, viele haben auch Sichtungen von Kreaturen. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ich habe mich einfach nur sehr schwer und bedrückt gefühlt. Also als wäre irgendwas sehr Schweres auf mir drauf. Und ich habe dann einfach gelegen und gewartet, bis es halt wegging. Ich hatte zum Glück, wie gesagt, nicht solche Kreaturen, Monster oder Erscheinungen. Das ist mir erspart geblieben. Aber allein nur dieses Gefühl, da liegt irgendwas auf dir, ganz schweres, als wäre es unter so einem Stein drunter. Du kannst dich nicht bewegen, musst gefühlt Ewigkeiten warten, bis du dich dann wieder bewegen kannst. Und es ist dann auch wirklich wie so ein Cut und zack, du kannst dich wieder bewegen, du bist wach. Nicht so, dass du halt anfängst, ich habe jetzt eine Hand und einen Fuß bewegen, sondern so Cut, zack, okay, jetzt funktioniert Bewegen wieder. Und dann ist das vorbei. Ja, das habe ich auch eine lange, lange Zeit gehabt. Das wurde besser, nachdem ich aus meinem alten Haushalt ausgezogen bin, also für ausgezogen habe, bin jetzt halt hier, wo ich jetzt wohne. Hier habe ich solche Geschichten kaum. Das meiste von diesen Sachen ist tatsächlich auch durch meine Psychologin bestätigt worden, dass das halt auch bei mir sehr viel mit Stress zu tun hat. So heißt, sobald ich viel Stress habe, fangen solche Traum Gedönse an, so Traumviecher, also so das, sei es dieses Schlafwandel oder halt dann halt im Erwachsenenalter das Schlafparalyse. Und dadurch, dass ich jetzt halt einfach weniger Stress habe, weil es sind weniger Faktoren, die mir Stress bereiten, habe ich das zum Glück weniger.
Ja, gesagt, das meiste hat tatsächlich der Umzug geholfen aus meinem alten Umgebung. Einfach dieser komplette Tapetenwechsel hat mir anscheinend richtig gut getan. Selbst jetzt, wenn ich in eine depressive Phase reinrutsche, habe ich solche Geschichten nicht mehr, was halt echt nice ist. Mit dem Schlafen hilft mir das immer noch nicht wirklich. Ich habe teilweise Zeiten, wo ich halt einfach 2 bis 4 Stunden am Stück schlafe und das war dann halt die Nacht durchgeschlafen bei mir. Und dann habe ich Tage, wo ich dann halt quasi das nachhole, was ich gefehlt habe, und einfach mal einen halben Tag schlafe. Dann schlafe ich halt mal 12 Stunden, was halt für mich echt viel ist. Weil es ist schon ein Unterschied, ob du 2 bis 4 Stunden schläfst oder dann halt mal 12. Ja, dementsprechend bin ich sehr, sehr viel müde. Und da warst du schon müde. Ja, aber eine coole Sache, ein cooles Gadget, eine coole Sache habe ich tatsächlich, Verbindung mit Schlaf. Die habe ich bis heute beibehalten. Das hatte ich als Kind teilweise trainiert. Ich hatte das auch mit meiner Psychologin gesprochen und die hat mir ein paar Übungen damals gezeigt, ist luzides Träumen. Falls das einer kennt. Also wenn man eigene Kontrolle über die eigenen Träume hat, dass man sich bewusst ist, dass man träumt. Es war anfangs immer so ein Hoppala. Ich habe dann irgendwie wirklich, ja, halt, stopp, hier stimmt was nicht, ich träume. Mittlerweile kann ich es relativ gut kontrollieren, wenn ich mich darauf einstelle, dass ich halt luzid träumen möchte, funktioniert es relativ gut, halt nicht immer so. Das kann man, glaube ich, nicht immer so triggern, aber wenn ich es versuche, funktioniert es halt schon so 70%, würde ich jetzt vermuten. Was halt echt nice ist, wenn man einfach jede Menge Shit machen kann. Was halt weird ist, es ist auch ein Trigger, den ich gefunden habe für mich. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Leuten so ist. Vielleicht Leute, die tatsächlich luzid träumen können. Und vielleicht könnt ihr da irgendwie was zu sagen. Bei mir gibt es keine Zeitangaben. Es ist teilweise sehr, sehr lustig, sobald man irgendwie was hat mit der Zeitangabe, sei es eine Uhr, sei es ein Kalender, ist zwar optisch alles vorhanden, aber die Zahlen fehlen. Man hat zum Beispiel eine Uhr, so eine olle Zeigeruhr, da sind Zeiger dran, aber da fehlen die Ziffern. Oder bei einer digitalen Uhr ist einfach die Ziffern komplett weg, also da ist einfach nur das leere Display. Das gleiche gilt für Kalender, es ist ein Raster vorhanden. Aber da sind keinerlei Zahlen, Tage oder sonst was dran oder irgendwelche Richtungen, die das gehen würde. Was könnte das jetzt für ein Tag sein? Also das ist einfach ausradiert. Es gibt keine Zeit. Zeit ist verboten oder so. Keine Ahnung. Das ist auch ein Anhaltspunkt für mich, dass ich denke, okay, ich habe hier keine Zeiten. Aha, ich träume. Ups, das war mein Handy, sorry. Ja, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen. Vielleicht hat ja einer luzide Träume oder auch so einen wirren abgefahrenen Schlaf-related Shit, sei es jetzt halt seltsame Schlafgewohnheiten oder halt weirdes Schlafgedöns. Es gibt ja noch ein paar mehr Sachen, die man so Sachen machen kann. Was das halt, sei es jetzt Schlafwandeln, sei es jetzt Schlafparalyse oder sei es halt luzides Träumen angeht. Habt ihr damit Erfahrung? Das würde mich interessieren. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen lost alleine, dass ich alleine so ein Shit durchmachen muss. Manche Sachen sind cool, manche Sachen sind halt echt nicht so nice. Ja, was, ja, mich würde einfach interessieren, ob irgendeiner, der zuschaut, damit Erfahrung hat oder ob er generell einfach mal Bock hat, mehr darüber zu erfahren, weil, ja, ist an für sich schon ein interessantes Thema. Interessiert euch das? So, ich bin jetzt einfach nur ein bisschen, ich wollte eigentlich über Schlafen reden, bin bei Träumen abgerutscht, egal. Ja, wie gesagt, habt ihr solche Fälle, interessiert euch das? Soll ich da mal ein bisschen mehr zu machen oder, ja, was eure Meinung? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Video beenden soll. Ich mache einfach Tschüss und danke fürs Zuhören. Schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da und so dieser ganzen YouTube-Quatsch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen erholsamen Schlaf. Und keine wirren Träume. Oder vielleicht auch wirre Träume, wenn ihr drauf steht, mal was Lustiges zu erfahren. Keine Albträume. Ja. Ich wünsche euch keine Albträume. Ist doch auch gutes Netto oder so. Keine Ahnung. Ja, jetzt aber, ciao.